Wir beginnen den ersten Vortrag mit einem Thema über IoT-Sensordaten, wie diese in Karten integriert werden können, von Pirmin Kalberer von der SUSPOL AG. Ein Live-Vortrag und dabei erstmal viel Spaß. Ja, danke. Willkommen zu diesem Vortrag IoT-Sensordaten in Karten integrieren. IoT steht für Internet of Things, also Dinge, die im Internet sind. Zuerst kurz zu mir. Ich arbeite für die Firma SourcePool. Wir machen WebGIS-Applikationen, Kugis Web Client, Kugis Core-Entwicklung und weitere OSGEO-Projekte, wo wir Beiträge dazu machen. Aber jetzt gleich zum Thema IoT. Ich habe hier eine Grafik eingefügt, wo man links so mögliche Things sieht, also Sensoren. Das kann von Tiertracking über Rauchalarm gehen, Pegelstandsmessungen oder auch eine Containerüberwachung, Verkaufsmaschinen oder auch ein Gas. Messung, also verschiedene wichtige, unwichtige Sachen. Und eben der Trend ist, dass diese Sensoren in den letzten Jahren viel günstiger wurden. Das heißt, man kann die wirklich auch in hoher Zahl einsetzen. Und dieser Vortrag soll auch zeigen, wie man das dann managen kann. Es gibt dann eine zweite Schicht, das ist so eine Gateway-Schicht, wo die Daten gesammelt werden von diesen Sensoren. Und in den Network Server werden sie kombiniert und dann kann man Applikationen machen, anzeigen oder auch Steuerungen. Wie passiert die Datenübertragung? Das kommt sehr darauf an, wo diese Sensoren sind. Wenn sie im Innern eines Gebäudes sind, dann kann ich sie vielleicht sogar über Kabel anschließen oder über lokales WLAN, Bluetooth, und dann kann ich über normale Router aufs Internet verbinden. Wenn ich draußen bin, kann ich zum Beispiel das Mobilfunknetz verwenden. Da habe ich große Datenrate, also das ist sicher eine praktische Verbindung, aber mit dem Nachteil, dass natürlich ich brauche eine SIM-Karte für jedes Gerät, und wenn ich jetzt sehr viel Sensoren habe, wird das auch ein Kostenfaktor. Plus auch der Stromverbrauch ist höher. Und deshalb gibt es spezialisierte Protokolle. Das erste ist das LoRaWAN, da werde ich jetzt näher drauf eingehen. Und Zigbee ist auch ein wichtiges Protokoll, das ist ein Mesh-Network, das heißt, Sensoren können auch weitreichende Daten, das heißt, ich muss nicht direkt zu einer Relaisstation kommen, sondern ich kann über ein Mesh Daten weiterreichen. Also das ist dann auch eine sehr flexible Funktionalität, die Zigbee bietet. LoRaWAN ist deshalb interessant, weil es sehr günstig ist und auch sehr stromsparend ist. LoRa steht für Long Range, basiert auf einem patentierten Übertragungsverfahren, ist aber ein Verein dahinter, die LoRa Alliance, die die Spezifikation publiziert und auch Open Sourced. Die Reichweite ist so zwischen 2 Kilometer im Stadtgebiet bis zu 15 Kilometer oder noch mehr außerhalb. Es ist eine gute Durchdringung von Gebäuden möglich. Es wird wenig Strom benötigt und ich habe keine Datenübertragungskosten. Es geht über ein öffentlich nutzbares Funknetz, Funkfrequenzen. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, aber es geht hier um kleine Datenmengen. Und es geht über zyklische Übertragungsintervalle, so typischerweise im Bereich von 2 bis 5 Minuten. Ich kann vielleicht runter auf eine halbe Minute, aber man sieht jetzt schon, das ist jetzt nicht für alle Anwendungen geeignet. Das heißt, wenn ich Echtzeitdaten übermitteln will, reicht das nicht, dieser Zyklus. Und wenn ich natürlich auch Ton übertragen will, dann muss ich übers Mobilnetz geben und in-house ist es auch nicht so geeignet, weil wenn ich einen Schalter drücke, kann das vielleicht eben 2 Minuten gehen, bis es beim Sensor ankommt oder beim Aktor. Geht also nicht um Echtzeitsachen, aber um kostengünstige Übertragung von Daten. Und das sind sehr viele mögliche Sensoren, Wetter, Temperaturen
und so weiter. Alles, was halt eben nicht Echtzeit sein muss. Es gibt LoRaWAN-Netzwerke, und zwar auch Community-Netzwerke. Das heißt, ich muss nicht selbst einen Gateway montieren. Ich kann mich in so ein Netzwerk einklinken. Das bekannteste ist das The Things Network, TTN, wo ich meine Daten abliefern kann, und dann sehe ich sie auf deren Oberfläche. Also dann wird sie dann ins Internet eingespiesen. Ein bisschen bessere Verbreitung noch hat das Helium Network. Der Grund ist, dass die Betreiber von Gateways sogar ein bisschen Geld kriegen pro übertragene Nachrichten, mit dem Nachteil, dass dafür Krypto, wie sagt man, dass man auch quasi Krypto Berechnung hat auf dem Gateway. Das muss man in Kauf nehmen, und deshalb, wer das nicht will, kann das vielleicht zum Testen nutzen, um die hohe Reichweite und gute Verbreitung zu nutzen, aber eben sonst ist es vielleicht dann langfristig nicht das Richtige. Die Software zu TTN ist Open Source, und es gibt auch noch weitere Software, ChirpStack, die kann ich selbst installieren und selbst ein Gateway betreiben, oder ich gehe zu einem kommerziellen Netzwerk, gibt für TTN, zum Beispiel in der Schweiz, betreibt die Swisscom ein flächendeckendes Netz, das dann auch Garantien liefert, im Gegensatz zu diesen Community-Netzwerken. Dann gibt es aber mit eigenen Protokollen Plattformanbietern, und zwar die Großen sind dabei, also AWS hat AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud bietet IoT-Funktionen an, und das geht quasi von einem Gateway im Internet, wo ich meine Daten melden kann, dann für Verarbeitung dieser Daten, Anzeige, Steuerung. Da ist sehr viel Funktionalität dahinter, und viele weitere Große sind dabei, Cisco, IBM, SAP, Oracle, Siemens, und auch viele Startups, die recht umfangreiche Plattformen bieten mit unterschiedlichen Funktionalitäten, gewisse Sachen gratis, gewisse Sachen zahllich dann dafür. Also das ist ein großer Markt und mit vielen Anbietern, wo man sich auch ein bisschen zurechtfinden muss. Aber ich konzentriere mich jetzt eigentlich hier in diesem Vortrag auf den Aufbau einer eigenen Plattform. Das ist nämlich nicht allzu schwierig. Ich muss zuerst die Netzwerkübertragung hinkriegen. Und das ist aber eben, wie gesagt, nicht so anspruchsvoll. Da muss ich die Daten irgendwo speichern, visualisieren. Und je nachdem, wenn ich auch noch Steuervorgänge habe, muss ich noch diese Richtung auch noch abdecken. Für die Datenübertragung gibt es auch OGC-Standards. Und zwar kennt man vielleicht den SOS, den Sensor Observation Service. Ein recht alter Standard, XML-basiert und vielleicht auch ein bisschen antiquiert. Dann gab es später den OGC Moving Features Standard von OGC. Da geht es um sehr viele Objekte, die sich bewegen, wie der Name sagt. Der hat jetzt unterdessen auch noch ein Update gekriegt, dass er ein JSON-Format-Unterstützung erhalten hat. Aber ein Stück weit abgelöst werden diese Standards vom OGC Sensor Things Standard, der modern angelegt ist, so halt REST mit JSON-Encoding. Und beides abdeckt einerseits das Sensing, also das Entgegennehmen von Sensordaten, als auch das Tasking, also das Senden von Nachrichten an Aktoren. Diese Sensor-Things-API hat diese Entitäten, also man sieht, sind doch einige, Observation, das Thing selbst, die Location, der Sensor, das ist eigentlich doch auch schon wieder ein bisschen kompliziert, das heißt, man wird das nicht für jede Anwendung nutzen, aber es ist gut zu wissen, dass es hier auch einen Standard gibt. Es gibt noch weitere OGC-APIs, das Features-API, also das ist eigentlich dieser WFS-Nachfolger.
Der hat jetzt im Draft für Teil 3 auch Filtering und Abfragen für zeitbasierte Dinge. Und das ist eigentlich häufig wichtig in diesem Bereich. Und für die Anzeige, da gibt es den alten WMST-Standard, also diese Zeitkomponente für die WMS. Also wenn ich serverseitige Karten generieren will, kann ich das nach wie vor mit WMST machen. Im neuen OGDAP Maps Standard ist etwas vorgesehen, aber der ist noch nicht so weit. Dann viel weiter verbreitet sind eigentlich Custom REST APIs. Also jeder Provider hat sein eigenes API. Es ist ja nicht so kompliziert, was hier passiert, und ich kriege irgendwie JSON und muss das vielleicht noch umformen dann für meine Anwendung, aber das ist eigentlich die häufigste Art, dass ich mich halt das API meines Providers verwende. Für die Steuerlogik ist das MQTT-Protokoll sehr verbreitet, und da gibt es schon auch viele Applikationen dazu, um das zu verwenden. Also Node-RED ist eine Open-Source-Plattform, um Nachrichten entgegenzunehmen, Steuerungen zu machen, so mit grafisch basierter Programmierung, und dann auch Nachrichten auszulösen. Das mal zu den Protokollen, zu den APIs. Das nächste Schritt ist die Datenspeicherung. Wenn ich die Daten empfange, muss ich sie speichern. Und das ist natürlich die Nummer eins in unserem Bereich, dass ich Postgres nehme. Und Postgres eignet sich sehr gut, auch für die Speicherung von Sensordaten. Gibt doch ein paar Dinge aber dazu zu sagen. Also einerseits ist die Abfrage, wenn ich jetzt alle meine Messungen in einer Tabelle Measurements speichere, von verschiedenen Sensoren, ist es gar nicht so trivial, quasi die letzte Messung für jeden Sensor herauszulesen. Und man sieht da recht komplizierte Queries. Hier habe ich so die einfachste, effiziente Query aufgelistet mit diesem Distinct-on-Sensor-Trick, der bei der Sortierung nach TS, das ist ein Timestamp, dann den neuesten Eintrag nimmt. Also das als Tipp. Ich kann mit ganz normalen Tabellen arbeiten, aber wenn ich dann wirklich sehr viele Records habe, und das kommt bei Zeitserien und vielen Sensoren, dann wird auch Postgres langsam mit der Zeit, weil ich komme dann irgendwann in die Millionen von Records, und dann wird der Insert, kann dann langsamer werden, und das Selektieren, die Indizes wachsen mit, die werden auch sehr groß. Und da gibt es aber eine gute Lösung, und das ist diese Timescale DB Extension. Das ist was Ähnliches wie PostGIS, einfach für Zeitserien. Das heißt, ich kann diese Extension hinzunehmen, Create Extension Timescale DB, wie man das kennt, und kann dann eine sogenannte Hypertable machen, jetzt hier zum Beispiel auf diese Tabelle Measurements, mit dem Index auf diese TS, also Timestamp Spalte. Und was dann passiert im Hintergrund ist, dass ein neues Schema angelegt wird für diese Timescale-Tabellen, und da wird dann chunkweise Tabellen angelegt. Das heißt, es kann sein, je nach Einstellung, dass jeden Tag eine neue Tabelle begonnen wird, wo dann die Sensorwerte für diesen Tag gespeichert werden, und diese Ursprungstabelle Measurements ist dann eine View auf diese Tabelle. Also ich kann gleiche Abfragen machen wie bisher. Als Anwender merkt man nichts, aber im Hintergrund bleibt es effizient, also die Inserts sind immer gleich schnell, die Selects bleiben gleich schnell, die Indexe werden auf jede Chunk-Tabelle wieder gemacht. Also das ist nicht allzu schwierig einzurichten und macht dann wirklich eine zeitreihenbasierte Datenbank aus Postgres. Also das zur Datenspeicherung. Dann nächster Schritt, Visualisierung. Gibt es eigentlich zwei wichtige Arten. Häufig will man ein Dashboard haben. Wir haben ja verschiedene Sensoren. Da will ich Messwerte darstellen. Und da ist eigentlich Nummer eins im Open Source Bereich und auch sonst Grafana. Ein wirklich sehr mächtiges Dashboard. Das hat eigentlich so als ursprüngliche Datenquelle ist Prometheus im Hintergrund. Das ist eine zeitrein optimierte Datenbank, aber schon seit langer Zeit wird auch Postgres direkt unterstützt.
und es wird auch die Timescale DB spezifisch unterstützt, wo dann optimierte Anfragen gemacht werden, wo Funktionen von Timescale DB benutzt werden. Es gibt dazu heute um 16.30 Uhr auf Bühne 3 einen Vortrag unter dem Titel Geo-Observability. Da wird mehr erzählt, was man mit diesen Dashboards machen kann. Man kann da auch Karten einbinden, also in Grafana spezifisch. Das wird da gezeigt. Und was ich jetzt eigentlich näher zeige, ist, wie man Kartenanwendungen oder Kartendarstellungen mit Sensoren macht. Die favorisierte Bibliothek hier ist OpenLayers, also diese umfangreiche JavaScript-Bibliothek, die alle Arten von Karten kombinieren kann. Und hierzu gibt es ein sehr gutes Beispiel, das ich hier verlinkt habe, wo eben genau solche Sensoren hier in Windrichtungen dargestellt werden. Das heißt, es wird hier ein JSON empfangen, das dann noch umgefordert wird, dass es GeoJSON entspricht, und dann je nachdem wird die Richtung des Symbols angepasst oder auch die Länge des Windpfeils. Also es ist wirklich ein sehr gutes Einstiegsbeispiel für die Darstellung von Sensoren. Und ich habe jetzt auch noch Live-Demos vorbereitet, die das zeigen. Vielleicht noch ein letzter Punkt. GeoJSON, Darstellung mit Symbolen, ist soweit klar. Was man da noch machen muss im IoT-Bereich ist, dass ich die Daten wieder aktualisieren muss. Und hierzu gibt es eine Refresh-Funktion auf der Source, also jetzt in OpenLayers, die ich dann halt zyklisch aufrufe, um jeweils die Daten wieder zu aktualisieren und die Darstellung aktualisieren zu können. Jetzt habe ich zwei Demos vorbereitet. Das erste geht es um autonome Bojen. Das sind, man sieht recht im Bild, so eine Boje auf dem Wasser. Die hat einen Motor und ein GPS und eine Steuerung. Und ich gebe da eine Position vor und dann fährt diese Boje zu dieser Position und hält sie auch. Dann, wenn halt der Wind sie abtreibt, dann versucht diese Boje den Platz zu halten. Ich schalte jetzt um auf Anwendung. Also hier sieht man jetzt, ich selektiere jetzt eine Boje und ich kann jetzt die zum Beispiel mit Drag and Drop eine neue Zielposition geben. Oder ich habe hier noch andere Möglichkeiten mit Distanz und Winkel. Offset, Richtung und Distanz. Oder ich kann Koordinaten eintippen. Ich habe jetzt hier bei dieser Applikation auch noch mehr Möglichkeiten, kann noch weitere Placemarks hinzufügen, also hier dieser Placemark. Genau, jetzt hier bewegt sich jetzt das noch nicht, weil das ist jetzt in meiner lokalen Testumgebung. Jetzt wäre eigentlich das Signal gesendet an diese Boje und sie würde jetzt losfahren und sich hier zu diesem Ziel hinbewegen. Aber das kann ich jetzt hier nicht live zeigen. Ich habe noch eine zweite Anwendung, die live ist. Das ist ein Flugzeugtracker, der jetzt hier Live-Daten vom Open Sky Network zeigt. Kann hier mal in ein Flugzeug rausnehmen. Habe jetzt hier weitere Informationen dazu, kann den Track anzeigen, also kommt vom Süden über die Alpen, kann die Reichweite anzeigen, ich kann zentrieren und die Karte ausrichten nach diesem Objekt. Noch weitere Labels einblenden. Ja, verschiedene Hintergrundkarten. Und was ich auch noch habe, ich habe noch eine Vertical View. Das heißt, ich sehe jetzt, wie sich die Höhe verändert hat von diesem Flugzeug. Gut, das war meine Live-Demo. Wer sich interessiert für dieses Thema und sich auch austauschen will,
kann sich in der Netzwerkwelt auf dem Forum Bühne 2 zeigen, und zwar um 13:30 werde ich da sein. Vielleicht gibt es Bedürfnisse zum Austausch, Smart City-Projekte, IoT-Projekte. Man kann über APIs reden, über Viewer, was ich hier gezeigt habe. Also das heute Nachmittag. Und jetzt kann ich aber noch direkt Fragen im Anschluss beantworten. Ja, vielen Dank, Firmin, für den Vortrag. Fragen reinschauen, gibt es dort vor allem zu MQTT Fragen? Ich muss zugeben, ich kenne mich mit Sensoren überhaupt nicht aus, deswegen würde ich das direkt an dich weitergeben, was du dazu sagen kannst, wie es mit der Aktualisierung von Kartenanwendungen wie MQTT angeht, etc. pp. Genau. Gut, das ist jetzt gerade ein bisschen Low-Level. MQTT ist so ein recht schlankes Protokoll, das über TCP Nachrichten verschickt, und da gibt es Bibliotheken dazu, und da kann ich halt dem Sensor eine Nachricht schicken, und je nach Sensor kennt er verschiedene Kommandos, oder ich muss halt selbst ein MQTT-Gegenstück machen, das diese Nachricht empfängt. Jetzt das Beispiel, das ich vorgezeigt habe, das ist jetzt nicht MQTT, sondern da ist wirklich auf dem Raspberry Pi eine Steuerung drauf. Ich sende über das Mobilnetzwerk eine Nachricht, und da hat es dann eine Applikation, die Steuerung auslöst. Also das ist jetzt gar nicht mit MQTT gemacht, aber MQTT ist halt wirklich das schlanke, verbreitete Protokoll, das auf Embedded-Systemen läuft, also auch kleiner als Raspberry Pi, hat wirklich sehr kleine Systeme. Ja, da kann man sich eine Bibliothek aussuchen, und dann die Befehle ausführen, oder eben dazu dann auch diese Applikationen wie dieses Node-RED, die das dann grafisch übernehmen, die Befehle absetzen und Nachrichten entgegennehmen. Mhm. Du hast in der einen Webanwendung gezeigt, dass du von der Karte in eine Zeitreihe abspringen konntest. Gibt es sowas auch in der Desktop-Applikation? Wenn ich jetzt, ich sag mal, ganz normal im Kugus unterwegs bin, kann ich mir da auch ein Diagramm in den Zeitreihen relativ einfach anzeigen? Also mit Hausmitteln nicht so einfach, aber es gibt schon Cookies-Plugins. Das Plotly-Plugin ist hier sicher gut geeignet, das dann Diagramme anzeigen kann. Hier ist jetzt mehr die Frage, wie ich an Daten komme, wobei ich eben, wenn ich dann natürlich direkt Postgres-Verbindung habe, kann ich da die ganzen Zeitfunktionen von Cookies verwenden. Also ich habe da die Möglichkeit, eine Spalte anzugeben, wo ist der Zeitstempel drin in meiner Datenbank, und dann kann ich einen Timeslider bedienen, der dann verschiedene Zeitstände anzeigt. Also das ist mal die grafische Anzeige, und dann kann ich natürlich mit Cookies-Mittel auch die Symbolisierung von Attributen abhängig machen und dann eben mit Plotly-Plugin zum Beispiel noch Diagramme anzeigen. Das geht schon auch. Es ist gerade noch eine neue Frage reingekommen, ob TimescaleDB frei nutzbar ist im Postgres oder ob das eher proprietär ist. Nein, ist absolut frei nutzbar. Es war ursprünglich quasi so wie ein Postgres-Fork, der auch unter dem Namen lief. Aber ist auch als Paket unter Debian verfügbar. Also da gibt es keine Einschränkungen in der Nutzung. Ist Open Source. Okay. Dankeschön für deinen Vortrag und für die Beantwortung der Fragen.